Hallo und herzlich willkommen hier aus dem sonnigen Italien zum fünften Lauf der GT Multiclass Series aus Imola. Mein Name ist Bernd Schmidt und ich hoffe, dass Sie genauso aufgeregt sind wie ich und mit Spannung nach vorne schauen auf dieses tolle Rennen, was wir hier am heutigen Abend sehen werden. Der Stream wird Ihnen gebracht mit freundlicher Unterstützung von der Sport Factory und der Familie Feldbacher mit dem Hotel Tannenhof. Die Familie Feldbacher stellt mit ihrem Hotel für die Saison einen Hauptpreis für die besten 5 jeder Klasse zur Verfügung. Dort geht es um einen schönen Urlaub für 4 Personen im Wert von 500 Euro und die Sport Factory ist so freundlich, diesen Stream hier zu unterstützen, damit wir das alles möglich machen können. Und somit schauen wir mal kurz auf die Zeiten aus den letzten 2 Wochen hier auf Imola. Und dort war der schnellste Mann Sascha Krupp in seinem Lamborghini Huracan GT3. 0,032 Sekunden schneller als Andreas Schröder gewesen, ebenfalls in einem Huracan unterwegs. Markus Walter war dann hier auch sehr stark mit seinem BMW Z4 wieder unterwegs. Er ja letzte Woche im zweiten Crit unterwegs gewesen, da er ja aus seinem Urlaub zurückkam. Die Mercedes scheinen hier auch dementsprechend gute Leistung bringen zu können. Er gegen Karakusch in seinem AMG GT3 war der viertschnellste in den vergangenen 2 Wochen gewesen. Dicht vor Dominik Pieper und dann der erste Porsche erst auf der 6. Position. Das also so mal ein bisschen die Zeitenanalyse. Huracan scheint auf jeden Fall hier das Maß aller Dinge zu sein. Z4 und AMG sind sehr nah dran. Dann wäre der Porsche mit dem Audi einzustufen. Das also so die grobe Übersicht. Wir haben heute auch ein paar Änderungen im Fahrerfeld, denn einige Fahrer haben gewechselt. Die GT2-Klasse schrumpft gefühlt von Rennen zu Rennen. Wir haben nun Lennart Marionek, PJ Höxtra und auch Sandro Träger und Müller auf dem Porsche 911 GT3. Alle gewechselt vom BMW M3 aus der GT2, also auf dem Porsche 911 in die GT3-Klasse. Und klassenintern gab es auch einen Wechsel von Stefan Kramer und Felix Rieken vom BMW Z4 auf den Lamborghini Huracan. Sind wir gespannt, was diese Fahrer uns dann hier heute Abend zeigen können. Heute Abend nicht mit dabei an alle Fans eines Paul Scheim. Er wird heute Abend fehlen, genauso wie Frank Leupold, Gerhard Waltert und auch Markus Gertschak. Das also Fahrer, die wir heute Abend nicht sehen werden. Ich muss mich jetzt einmal ganz kurz noch einen anderen Add-on begnügen. Und dann schauen wir mal, was der Schnellste aus den letzten 2 Runden hier heute Abend bringen kann. Wenn ich jetzt noch das Data Time dann relativ zügig finde, da ist es. Da haben wir auch eine kleine Übersicht über die Leistung des Fahrers hier im Qualifying. Und dann schauen wir mal, was dieses Qualifying hier uns bringen wird und nutzen dann gleich auch die Chance bei Sascha Krupp, wenn er in seine erste gezeigte Runde geht, hier mal einen Blick auf die Streckenführung zu werfen. Ich höre mich nicht unbedingt allzu verschnupft an, aber die Jahreszeit mit ihrem Pollen ist nicht ganz so mein Freund. Dementsprechend sollte ich ab und zu mal ein bisschen komisch klingen. Dann grüßt der Heuschnupfen. Dementsprechend. Und wir springen jetzt aber hinein zu Sascha Krupp, der sich jetzt schon auf dem Weg Richtung Start und Ziel befindet, hier durch die alte Variante Bassa hindurch, die ja komplett zu einer Geraden umgemünzt wurde. Längste Gerade auf der Strecke mit dem höchsten Topspeed auch. Geht es jetzt hinein in die Variante Tamburello.
diese schöne Links-Rechts-Links-Kombination, wo dieser Linksknick hier komplett voll geht. Die Fahrer haben da keine Probleme, müssen viel Schwung mitnehmen. Jetzt für die Variante Villeneuve auch wieder eine Links-Rechts-Kombination. Die Links sehr schnell im Eingang, dann bremsen auf dem kurzen Weg zur Rechts. Gleich wieder hochbeschleunigen hier in die Tosa-Kurve hinein. Eine langgezogene Linkskurve. Man muss lange warten, bis man aufs Gas kann. Muss den Punkt aber genau treffen, denn man braucht jeden möglichen Schwung hier den Berg hinauf, bevor es in die Piratella hineingeht. Dieser Linksbogen, das Fahrzeug will hier einfach nur über die Vorderachse hinausrutschen. Da muss man auch wieder lange warten mit dem Gas. Runter geht's in die Aqua Minerali, diese Doppelrechtskurve, die erste sehr schnell, dann wieder bremsen auf dem kurzen geraden Stück. Den Ausgang gut erwischen, um möglichst viel Schwung mitzunehmen auf diese kurze Gerade vor der Variante Alter, der schwierigsten Stelle hier auf der Strecke. Wir sehen es, die Curbs sind sehr hoch hier außen auf dem Turf. Wenn man dazu sehr raufkommt, kann man sehr schnell das Fahrzeug verlieren. Dann hier die Gegengerade, geht unter der Brücke durch den Berg hinunter zur Rivazza. Dieser Bremspunkt, der schwerste auf der Strecke, da man bergab hin bremsen muss und das Fahrzeug natürlich den vollen Druck quasi mitbringt. Und dann sind wir schon wieder hier auf dem Weg Richtung Start und Ziel an der alten Variante Bassa vorbei. Man sieht sie hier links noch, die alte Version der Schikane. Und dann haben wir bei Sascha Krupp erstmal eine 1:43.0 stehen. Damit ist er erst einmal 13. schneller als der Rest und hat die vorübergehende Pole Position inne. Tobias Teito in seinem Audi auf der 2 vor Jura Petritschenko auf der 3. Dann ist es Stefan Kramer in seinem Huracan auf der 4 vor Markus Walter auf der 5. Felix Blankenburg momentan auf der 6 vor Michael Liebig auf der 7. Hannes Sickel auf der 8. Steve Hartwig, einer der 9 Piloten hier in Crit 1, dann auf der 9 vor Oliver Krupp in seinem Porsche, der die Top 10 dann erst einmal abrundet. Und auf die Porsche bin ich heute Abend gespannt, vor allen Dingen auf Jura Petritschenko, der die letzten Rennen für sich gewinnen konnte. Trotz Erfolgsgewicht im Fahrzeug ist der Porsche-Fahrer scheinbar unschlagbar gewesen, gerade auch vor 2 Wochen auf dem Red Bull Ring, wo er der Einzige war, der es mit einer Einstopp-Strategie durchs Rennen geschafft hat und sich somit den Sieg sichern konnte. Er war sich aber vor 2 Wochen noch nicht ganz so sicher, was das Rennen hier in Imola angeht und ob er es schaffen wird, dann gegebenenfalls auch hier wieder aufs Podium zu fahren. Er hatte es vor, aber ich denke mal, auch wenn man vor allen Dingen die Zeiten aus den letzten 2 Wochen gesehen hat, wird es vielleicht wohl nur für eine Top 5 Position ausreichen, aber lassen wir uns überraschen, was dieses 60-minütige Rennen am heute Abend für uns bereithält. Auf jeden Fall eine große Herausforderung, während jetzt gerade Andreas Schröder die vorläufige Pole Position übernommen hat, wird für die Fahrer heute Abend die Streckenbegrenzung, denn man bekommt hier auf dieser Strecke sehr schnell einen Cut zugesprochen, was dazu führen kann, dass einige Piloten hier dann gegebenenfalls mit einer Durchfahrtsstrafe fürs Cutten belangt werden während des Rennens. Die Strafen werden ja direkt vom Spiel aus verteilt. Strafen ansonsten gab es übrigens, wo wir gerade dabei sind, nach dem letzten Rennen keine. Alle Fahrer also mit ihren Positionen so geblieben, genauso wie wir auch keine Folgestrafen hier in diesem Rennen haben. Es gab vor dem Rennen noch ein Driver-Briefing bezüglich des neuen P-Trackers, aber auch dort habe ich so zumindest die Info erhalten, wäre wohl alles okay gewesen. Somit sollte es dann auch diesbezüglich im heutigen Rennen keine Probleme geben. Es gab auch nochmal ein paar Abmeldungen aus der Serie. Wir haben aber immer noch ein Fahrerfeld von 49 Fahrzeugen, 30 davon hier in Crit 1, 19 Fahrzeuge haben wir dann also im zweiten Crit unterwegs. Abzüglich der Abmelder sind es dann ca. 15 Fahrzeuge heute in Crit 2. Und was wir halt immer weiter beobachten können, ist der Trend, dass die GT2-Klasse sich dann doch Stück für Stück immer weiter zurückzieht und es langsam aber sicher eher eine reine GT3-Serie wird.
ist natürlich für die Führenden in den Meisterschaften der GT2 auf der einen Seite ein entspanntes Polster, während Andreas Schröder seine Pole-Position-Zeit nochmal verbessern kann. Aber auf der anderen Seite bleibt natürlich auch der direkte Kampf aus. Sind wir also gespannt, wie sich das im Laufe der Saison noch entwickeln wird und wie es dann auch gegebenenfalls in der nächsten Saison aussehen wird. Während wir die nächste Verbesserung haben von Thomas Ott in seinem Porsche, er ruppt sich da ganz langsam aber sicher ein bisschen an die vor ihm liegenden Fahrer heran. Sascha Krupp, er war ja der schnellste in den vergangenen zwei Wochen über die Trainingseinheiten, ist hier jetzt knapp 0,2 Sekunden hinter dem Blackhawk Racing Piloten Andreas Schröder. Und es sieht auch momentan nicht danach aus, als könnte er seine Zeit erstmal verbessern. Deswegen schauen wir zu einem der anderen neuen Lamborghini-Fahrer. Und da gab es wohl mit den Skins noch das ein oder andere kleine Problem, denn Stefan Kramer ist effektiv nicht im Dienste von Blackhawk Racing unterwegs. Und da sehen wir auch mit der 63, die da doch drüber gemalt ist, dass da wohl nicht alles richtig geupdatet worden ist. Schauen wir in dem Fall eben mal zu einem GT2-Fahrer, denn für die GT2 gab es ein Update. Dort sind jetzt neue Numberplates an den Fahrzeugen. Wir sehen es bei Georg Heger, das gelbe Numberplate, also jetzt deutet darauf hin, dass es ein GT2-Fahrzeug ist, während die GT3-Fahrzeuge die weißen Numberplates haben. Diesbezüglich hat man sich darum bemüht, auch nochmal ein bisschen den Unterschied an den Fahrzeugen sichtbar zu machen. Wobei wir heute Abend auch außer Heiko Sanders nur Corvettes in der GT2-Klasse unterwegs haben. Und in der GT2 momentan mit der Pole Position Herbert Putz unterwegs. Er ja auch Führender in der Gesamtwertung der GT2. Konnte auch die letzten Rennen für sich alle gewinnen. Gerade vor zwei Wochen bei seinem Heim Grand Prix war da natürlich die Freude umso größer, als er auf dem obersten Podest des Stockholms war. Nächste Verbesserung von Tobias Altner. Er in seinem Porsche jetzt nach vorne auf die gesamt 13. Startposition. Im Hintergrund der Teamkollege momentan ja auf der gesamt 3. Position unterwegs. Wir schauen mal zum Rückkehrer. Markus Walter momentan die 15. Startposition für ihn in seinem Z4. Kann es unten auf dem Leistungsdata erkennen. Er momentan auf jeden Fall auf Verbesserungskurs unterwegs. 9,5 Minuten bleiben den Fahrern noch hier im Qualifying, um die Zeit zu verbessern. Und genau da haben wir es gesehen, Fahrzeug kommt ein Stück zu weit raus. Und damit ist dann auch diese Runde direkt gleich mal hinüber. Und das ist eben auch genau das, was dann nachher im Rennen in Bezug auf die Cut so interessant sein wird. Denn einmal ein bisschen zu weit rausgefahren und schon hat man dann die Probleme bezüglich den Cuts. Und hier konnten Sie es schön sehen, Markus Walter fuhr dort auf den AstroTurf hinauf. Und wenn man dort zu weit rüberkommt und zu viel auf dem Gas ist, verliert man ganz schnell das Fahrzeug, während Tobias Taito seinen Audi jetzt auf die 2 setzen konnte. Nunmehr nur 0,078 Sekunden langsamer als Andreas Schröder, der vorübergehende Mann auf der Pole Position. Sascha Krupp versucht sich hier auch nochmal zu verbessern und Jura Petritschenko in seinem Porsche kommt ganz nah heran, 0,001 Sekunden. Und das zeigt wieder auf, dass Jura effektiv ein Mann für Überraschungen ist mit seinem Porsche 911 GT3. Walter Hanf verbessert sich auf die 9. Position, knapp eine Sekunde hinter Schröder. Und auch von Oliver Krupp ist es, der sich verbessern konnte und nun auf der gesamt 20. Position unterwegs ist. Sascha Krupp jetzt auf dem Weg, seine aktuelle Runde zu beenden. Und das sieht auf jeden Fall nach einer guten Verbesserung aus und dürfte ihn
sogar auf die Pole Position befördern. Und genau so ist es. Eine 1:42.780 von Sascha Krupp. Im Training der vergangenen zwei Wochen war seine Bestzeit eine 1:42.557. Dementsprechend sind wir also nur noch knapp 2 Zehntel von der absoluten Bestzeit aus den letzten zwei Wochen entfernt. Da sehen wir ihn, PJ Höxtra, also jetzt eben auch im Porsche unterwegs, dadurch eine neue Klasse für ihn vom BMW M3 aus der GT2, also in den Porsche 911 in die GT3 Klasse hineingewechselt. Momentan der 20. Startplatz für ihn und wir sind gespannt, ob er jetzt in der nächsten Runde eine Verbesserung in den AS5 brennen kann, um somit seine Startposition zu verbessern, während Markus Walter sich jetzt nach oben katapultiert mit einer 1:42.693. Übernimmt der Z4-Pilot erst einmal die Pole-Position, 6,5 Minuten vor Ende des Qualifyings. Da sind wir mal gespannt, ob er nochmal geschlagen wird. Wir sind jetzt nunmehr eine Zehntelsekunde von der absoluten Trainingsbestzeit aus den letzten zwei Wochen entfernt. Dementsprechend kann man gut beobachten, wie einfach der Grip auf der Strecke aufgebaut wird und dass wir immer schnellere Zeiten jetzt von Runde zu Runde von den einzelnen Piloten zu sehen bekommen. Dort hat sich auch einer der neuen GT3-Piloten hier in Grid 1 weggedreht. Markus Walter seine Runde erstmal abgebrochen. Wir schauen mal zu Sascha Krupp. Er bereits wieder mit grüner Delta-Bestzeit unterwegs, auch wenn es ganz, ganz knapp ist. Sieht es aber erst einmal danach aus, als wie könnte sich der Lamborghini-Pilot vielleicht verbessern. Aber das ist schon ein wenig auf Messerschneide bei den engen Zeitabständen, die wir hier haben. Da es bei Sascha Krupp momentan nicht nach einer Verbesserung aussieht, der Blick zu Jura Petritschenko. Aber auch bei ihm fehlt erstmal eine halbe Sekunde nach vorne. Unsere anderen Kandidaten rund um Andreas Schröder, der sich in einer Outlap befindet. Dort wird es also auch noch ein bisschen dauern. Dann zu Tobias Taito. Er mit 2 Zehntel knapp auf der Uhr im Haben. Im ersten Sektor unterwegs in seinem Audi R8 LMS Ultra, während sich Thomas Hübner verbessern konnte auf die 20. Position. Sehen wir, dass Taito in der Aqua Minerali dort etwas wieder an Zeit eingebüßt hat. Auch hier durch die Variante Alter konnte er den Schwung nicht ganz mitnehmen. Dadurch ganz knapp erstmal wieder hinter der Zeit hinterher. Und dann bricht er die Runde auch hier vor Rivazza schon direkt ab. Thomas Ott noch auf einer Outlap unterwegs. Andreas Schröder mit zu großem Rückstand. Sascha Krupp ist wieder nah dran in seinem nächsten Versuch hier mit der Jagd auf die Pole Position Zeit von Markus Walter momentan gesetzt.
Und wenn Sascha Krupp hier die Runde zu Ende bringen kann, dann könnte es für ihn reichen, die Pole Position erst einmal wieder zu übernehmen, während sich Hubert Petritschenko wieder nach vorne schiebt auf die 2, 0,050 Sekunden langsamer als Markus Walter in seinem Z4. Und jetzt kommt Sascha Krupp über die Linie und dann reicht es für die Pole. 1,42,679. Er macht also damit wieder einen Schritt näher, während auch Felix Blankenburg mit einer Verbesserung um die Ecke kommt. Für ihn jetzt die gesamt siebte Position. Jura Petritschenko mittlerweile schon wieder an der Box gewesen, auf seiner nächsten Outlap unterwegs. Und was macht Markus Walter? Markus Walter im zweiten Sektor unterwegs. Schon wieder mit grünen Zeiten, dementsprechend werden wir also eine Verbesserung des Z4s Piloten zu sehen bekommen, wenn er es denn durchbringt. Das sieht bis hierhin schon mal sehr gut aus, jetzt nur noch die Rivazza vielleicht ein bisschen besser treffen als in seiner schnellsten Runde und dann könnte es hier wieder für eine Verbesserung reichen. Da sah es eingangs der Rivazza ziemlich gut aus, aber am Ausgang lässt Markus Walter dann doch wieder etwas an Zeit liegen. Dementsprechend keine Verbesserung für den Z4-Piloten hier im Moment. Andreas Schröder kämpft auch noch darum, sich die Pole Position wieder zurückzuholen, während sich Oliver Krupp jetzt auf die gesamte 11. Position verbessern konnte in seinem Porsche 911. Und Andreas Schröder, der kämpfte auch hart am Limit derzeit, ist ganz knapp an einer Verbesserung dran, hat jetzt Sascha Krupp vor sich. Und Verkehr ist nicht hilfreich. Man wird effektiv immer abgelenkt, wenn ein anderes Fahrzeug vor sich ist, da man nie weiß, ob er auch Vollpower fährt. Und da sehen wir es, Andreas Schröder bricht die Runde ab, nimmt Abstand und wird dann gleich nochmal einen neuen Versuch in Angriff nehmen. Während Jura Petritschenko seinen neuen Angriff bereits schon in der Hand hat. Und hier erst einmal durch die Variante Tamburello hindurchgefahren ist. Jetzt auf dem Weg zur Variante Veneuve. Da geht der Porsche leicht quer. Wir sehen es unten auch direkt an der Delta-Zeit. Das wird erstmal keine Verbesserung für den Porsche-Piloten geben, der sich dort dann erstmal zu Felix Blankenburg nach drüben gesellt und die Strecke dann gleich freigeben sollte. Genauso ist es. Sascha Krupp nochmal auf einen weiteren Versuch, während das Qualifying jetzt abgelaufen ist und Krupp auch gleichzeitig seine Verbesserungschancen dort im Gras abgestellt hat. Markus Walter kommt mit Verbesserung Richtung Start und Ziel geflogen und Markus Walter übernimmt die Pole Position mit einer 1,42,655. Damit 0,024 Sekunden schneller als Sascha Krupp, während Felix Blankenburg uns gerade verloren gegangen ist. Tobias Taito hat auch schon sein Fahrzeug abgestellt. Oliver Krupp noch mit Verbesserung auf die 7. Andreas Schröder noch unterwegs im zweiten Sektor, allerdings mit Rückstand. Kann diesen Rückstand aber hier erst einmal durch die Aqua Minerali wieder ein bisschen verkürzen. Jetzt schauen wir, wie er die Variante Alter bekommt. Hier sieht es dann auch erstmal wieder sehr gut aus, sogar mit Vorsprung herausgefahren. Dementsprechend also eine Verbesserung von Schröder machbar. Momentan die 5. Startposition für ihn in seinem Lamborghini Huracan. Jetzt sind wir gespannt, wir haben weiter haben sich auf die 11 verbessert. Wo geht zu Andreas Schröder hin? Es könnte reichen, aber am Ende bleibt er 5. Nur eine persönliche Verbesserung seiner Zeit, ganz knapp an der Zeit von Tobias Taito. Dran vorbei, Dominik Pieper bleibt auch auf der 9. Position. Während sich Thomas Ott nochmal verbessert auf die 6, Herbert Putz kommt über die Linie, bleibt bei der 19. Position und das müsste, wenn ich mich nicht täusche, auch die Pole Position im GT2-Feld sein, genau so ist es. Und damit haben wir das Qualifying hier
auf Imola beendet Erin Karakusch in seinem Mercedes auf der 13, damit bester AMG am Ende des Qualifyings hier im Felde. Wir haben jetzt noch einmal die Zeit, um uns in Ruhe einen Überblick zu verschaffen. Pole Position geht also an den Z4-Piloten Markus Walter vor Sascha Krupp im Huracan GT3. In der zweiten Startreihe haben wir dann Jura Petritschenko vor Tobias Taito, gefolgt in Reihe 3 Andreas Schröder und Thomas Ott. Dahinter dann in Reihe 4 Felix Blankenburg und Oliver Krupp. Und die fünfte Reihe vollenden dann Stefan Kramer und Dominik Pieper. Wir sehen, wir haben 4 Porsches in den Top 10 und auch 4 Huracans. Das spricht dann am Ende schon für sich. Der Audi, der so stark wirkte in den vergangenen 2 Wochen, dann also nur ein einziges Mal vertreten. Und Markus Walter holt einfach mal wieder alles raus aus seinem Z4, was das Fahrzeug so hergibt. Blick auf Seite 2. Steve Hartwig dann vor Walter Hanf. Dort haben wir dann den nächsten Audi. Erin Karakusch, bester Mercedes auf der 13 von Markus Grünes im nächsten Audi. Dann Frank Leupold, der also heute Abend dementsprechend dann doch mit dabei ist. Vor dem Teamkollegen von Jura Petritschenko, Alexander Krote auf der 16. Hannes Hickel gerade noch auf der 17 gewesen, da jetzt gerade verloren gegangen. Dadurch jetzt also Matthias Liebig auf der 17 vor Herbert Putz auf der 18, der damit die Pole Position in der GT2 hat. Tobias Altner auf der 19, da sehen wir auch den Grund, also Hannes Hickel ist hier effektiv verloren gegangen während des Countdowns zum Rennen. Thomas Hübner dann der Zweitplatzierte in der GT2 auf der 21 vor dem Neueinsteiger in der GT3, Peter-Jan Höxtra, er ja, wie vorhin schon erwähnt, von der GT2 in die GT3 gewechselt. Dann Thomas Schmidt im nächsten Audi auf der 23 vor Benjamin Oses auf der 24. Stefan Gautschi dann auf der 25 unterwegs vor Günther Jahn. Dann Georg Heger vor Heiko Sanders und Michael Schäfer rundet auf der 29. Dann das Starterfeld ab auf der 30. Das ist unser Übertragungsfahrzeug. Dementsprechend nicht weiter relevant hier für das Rennen. Sie sehen es oben am Countdown, noch gute 2 Minuten, bis wir hier die Ampel dann in Aktion sehen. Und dann geht es gleich schon los mit dem 60-Minuten-Rennen, respektive 34 Runden hier auf dem Grand Prix de San Marino. Und ich lasse sie jetzt noch einmal ganz kurz allein, werde noch einmal ein bisschen meine Stimme ölen, um dann gleich mit voller Kraft für sie da zu sein. Werfen wir uns auch mal rein in unser Fahrzeug, machen dann diese 2 Anzeigen hier erstmal aus, lassen uns dann noch mal ganz kurz dieser App bedienen, auf Markus weiterzuschalten. Wir sehen es, die Ampeln sind schon angezeigt. Fahrer sind am Gas. Die Ampeln gehen aus und Markus Walter erwischt einen sehr guten Start, wenig Wheelspin, aber Jura Petritschenko dahinter mit einem Bombenstart schiebt sich direkt vor auf die erste Position. Dahinter wird weit gefächert und Jura Petritschenko kann noch vor der ersten Kurve die Führung vor Markus Walter übernehmen. Dahinter wird es sehr eng und im hinteren Teil des Feldes
Da geht es sehr, sehr wild zur Sache. Viele Dreher, viele Fahrer in einen Unfall verwickelt. Und bevor ich jetzt raussuchen kann, wer das ist, stelle ich ganz kurz unser Fahrzeug zurück an die Box. Jura Petritschenko also mit der Führung. Andreas Schröder kam da hinten also gerade noch durch das Geränge, duelliert sich hier mit Felix Blankenburg. Wir schauen mal, wer es hat. Liebig erwischt. Grünes ist mit dabei. Und auch Hannes Hicke dort also in dieses Chaos mit verwickelt, während Markus Walter jetzt also wieder Druck macht auf Jura Petritschenko und sich hier außenrum versucht, an dem Porsche vorbei zu drücken. Was ihm auch gelungen ist, ausgangs der Tosa-Kurve übernimmt also Markus Walter wieder die Führung vor Jura Petritschenko, dann Sascha Krupp vor Tobias Taito. Dann haben wir Thomas Ott auf der 6, Felix Blankenburg auf der 7, dann Sascha Krupp, Oliver Krupp vor Andreas Schröder und dann Stefan Kramer. Das also die Top 10 hier nach dem Rennstart und es gibt die nächsten Probleme für Steve Hartwig. Er mit Dreher in der Variante Alter. Und unser Tower sollte sich jetzt mit Abschluss der ersten Runde dann auch gleich aktualisieren mit den Abstandszeiten. Und unser Übertragungsfahrzeug sollte dann auch gleich wieder durchgereicht werden. Da sehen wir jetzt, unser Übertragungsfahrzeug fällt also jetzt durch den Tower nach hinten weg. Und da kommen auch die Abstandszeiten im Tower. Erste Runde diesbezüglich immer ein bisschen chaotischer. Also Markus Walter gelingt es erstmal wieder nach dem eigentlich sehr guten Start, aber dem Positionsverlust die Führung wieder zurückzuerobern vor Jura Petritschenko. Sascha Krupp behält seine dritte Position vor Tobias Taito. Thomas Ott auf der 5 vor Blankenburg. Dann Oliver Krupp, Andreas Schröder, einer der Verlierer am Start, der sich jetzt hier an Oliver Krupp außenrum versucht, wieder vorbeizuschieben in der Tosa-Kurve. Geht das jetzt nebeneinander Richtung Piratella und Krupp steckt jetzt zurück und lässt Andreas Schröder dort erstmal gewähren. Schröder dadurch also wieder auf der 7, dahinter auf der 9 im nächsten Lamborghini Huracan. Das ist Dominik Pieper, auch er ja einer der schnelleren Fahrer. Und da sind wir gespannt, wie er Druck machen kann gleich auf Oliver Krupp. Und er selber ja auch etwas unter Druck von Stefan Kramer auf der 10. Frank Leupold auf der 11. Dann schon ein bisschen abgeschlagen. Ja, und Stefan Kramer, der scheint da so ein paar Verbindungsprobleme zu haben. Zuckt da wild über die Strecke. Während Thomas Ott sich just in dem Moment an Tobias Taito vorbeischieben konnte. Aber Ott jetzt mit Problemen in der Revazza kommt da nicht gut raus. Kann keinen guten Schwung mitnehmen. Und jetzt haben wir Frank Leupold dann mit Dreher zusammen mit Stefan Kramer. Und da gehe ich fast von aus, dass diese Verbindungsprobleme von Kramer zu dieser Kollision geführt haben. Und jetzt Leupold muss da aufpassen. Er kommt auf die Strecke zurück, duelliert sich da dann gleich. Und Kramer hinten sehen wir jetzt immer weitere Probleme. Dreher von ihm, das Fahrzeug zuckt wieder wild hin und her. Und Felix Blankenburg hatte da Probleme in der ersten Kurve der Variante. Tamburello verliert er also die Positionen dann erst einmal an Dominik Pieper und auch Oliver Krupp. Und Stefan Kramer hat sein Fahrzeug mittlerweile an die Box gestellt und wird das Rennen hier dann gegebenenfalls auch schon frühzeitig beenden müssen, denn mit diesem Verbindungsproblem, es ist nicht unbedingt denkbar, dass man ein Rennen fortsetzt. Heiko Sanders in seinem Ferrari F458. In der GT2-Klasse unterwegs, lässt sich hier erstmal hinter die GT3 zurückfallen, sucht da nicht den klassenübergreifenden Zweikampf. Während Frank Leupold jetzt natürlich versucht, sich nach dieser Kollision wieder nach vorne zu arbeiten, momentan nur die 23. Position für den Piloten vom Grip Racing Team. Wir schauen mal zu den nächsten etwas engeren Zweikämpfen weiter vorne im Feld, nämlich rund um Tobias Taito und Thomas Ott.
Dort der Zweikampf zwischen Position 4 und 5 allgegenwärtig, der Porsche gegen den Audi, während Jura Petritschenko erstmal die schnellste Rennrunde jetzt hinlegt mit einer 1:43.786 und Stefan Gauci ist in Schwierigkeiten. Stefan Gauci mit Dreher in der Rivazza und er verliert dort einige Positionen, verliert das Fahrzeug beim Zurückkommen auf die Strecke in der Wiese nochmal 2-3 Mal hintereinander. Muss ich jetzt beeilen, auch Günther Jahn kommt da gleich angeflogen. Da sehen wir die Corvette von Günther Jahn. Also Gauci wieder mit einem problembehafteten Rennen. Während sich weiter vorne die beiden immer weiter duelliert haben und Thomas Ott da jetzt den Kürzeren in diesem Zweikampf gezogen hat. Ott fällt damit zurück, sogar noch hinter den Audi-Piloten Walter Hanf und muss sich jetzt mit Alexander Grote duellieren. Kein guter Ausgang also für Thomas Ott im Zweikampf mit Tobias Taito. Schade, dass wir hier keine Wiederholungsmöglichkeit haben, um uns genauer anzuschauen, was da passiert ist. Und jetzt muss sich Thomas Ott auch noch gegen Alexander Grote geschlagen geben und fällt damit von der 4 erst einmal zurück auf die 11. Position, hat aber natürlich noch 30 Runden vor der Nase, also noch genug Zeit, um seinen Porsche hier wieder zurück ins Rennen zu bringen, was die vorderen Positionen angeht. Walter Hanf macht immer weiter Druck auf Felix Blankenburg. Der Audi ja hier rein von dem, was man in den letzten zwei Wochen beobachten konnte, dem Porsche dezent überlegen. Und Markus Walter wieder mit der schnellsten Rennrunde. Walter und Petritschenko duellieren sich also erstmal mit schnellsten Runden an der Spitze, während die Zweikämpfe dann eher hier ein Stück weiter hinten im Feld stattfinden. Walter Hanf, der hier im totalen Porsche Sandwich ist, vor ihm Felix Blankenburg, hinter ihm Alexander Grote. Und dann verliert Walter Hanf seine Audi ausgangs der Variante Tamburello und kollidiert dort mit Alexander Grote. Und Alexander Grote, der wird jetzt weit, weit zurückgereicht. Und geht noch Leo Keger vorbei. Da hat sich irgendwas gerade verabschiedet. Bitte was zu entschuldigen. Und damit Alexander Grote also jetzt zurückgefallen auf die 18. Position. Steve Hartwig dadurch auch wieder mit einem Positionsgewinn jetzt also auf der 17. Position unterwegs. Herbert Putz, er momentan auf der gesamt 13. Position, knapp vor ihm Jura Petritschenko. Da allerdings, wie schon vorhin mal bei Heiko Sanders angemerkt, das sind klassenexterne Kämpfe, GT3 gegen GT2. Da haben die Fahrer im Allgemeinen gesagt, dass man dort vielleicht den direkten Zweikämpfen doch eher aus dem Weg geht, da man so gesehen ja nicht um eine Position kämpft. Einen direkten Zweikampf in der GT2 haben wir hier momentan nicht auf der Strecke. Die Fahrzeuge alle durch GT3-Fahrzeuge gesplittet. Aber wir haben einen Zweikampf in Anmarsch zwischen Dominik Pieper und Oliver Krupp, Porsche 911 gegen Lamborghini Huracan. Und Dominik Pieper zeigt sich da schon mal bei der Antwort auf die Variante Tamburello. Oliver Krupp scheint das dann auch direkt mal betroffen zu haben, ein Zacken zu wenig, zu spät auf der Bremse. Kommt leicht ins Kiesbett und verliert dadurch dann direkt die Position an Dominik Pieper. Der Lamborghini-Pilot damit also jetzt auf der 6 unterwegs. Allerdings schon mit guten 4 Sekunden Rückstand jetzt auf den vor ihm liegenden Andreas Schröder. Ebenfalls im Lamborghini Huracan unterwegs. Und dann schauen wir mal auf die nächsten engen Zweikämpfe weiter hinten im Feld. Zwischen Ergin Karakusch und Tobias Altner. Und dann schauen wir mal über den Heckflügel von Tobias Altner, ob es Karakusch in seinem AMG GT3 dort schaffen kann, ranzufahren. Karakusch mit leichten Quersteher in der Piratella geht das jetzt hinunter in die Aqua Minerali hinein. Und da kann sich Karakusch etwas wieder ranbremsen, jetzt den Berg hinauf
Richtung Variante Alta durch die schwierigste Schikane hier auf der Strecke. Und da sehen wir, Altner verliert da am meisten auf der Bremse. Da ist Karakusch sehr stark unterwegs. Aber wir sehen auch, sobald es auf die Gerade geht, kann der Porsche dann die paar Meter wieder gut machen gegenüber dem Mercedes. Jetzt durch Rivazza hindurch und dann kann Tobias Altner hier erstmal vorne bleiben, während Andreas Schröder die schnellste Rennrunde setzt mit einer 1:43.557. Und damit ist die schnellste Rundenzeit momentan genau eine Sekunde nur hinter der Trainingsbestzeit aus den letzten zwei Wochen von Sascha Krupp. Überholen hier auf Imola im Allgemeinen sehr, sehr schwierig, während Benjamin Oses da gerade ein paar Positionen einbüßt. Kann sich jetzt erst nochmal gegen Markus Grünes wieder durchsetzen. Dann sehen wir, da verliert Oses halb das Heck von seinem Mercedes-Ausgangs der Variante Tamburello. Und im Vordergrund haben wir ein Fahrzeug schon gehört, das im Kiesbett gelandet ist. Und das ist Thomas Schmidt mit Dreherausgang der Variante Villeneuve. Er hat dort also seinen Audi erst einmal verloren, während Markus Grünes hier sich weiter am Benjamin Oses versucht. Das Duell Mercedes gegen Audi. Wir haben es vorhin bei Ergin Karakusch gesehen, der verdammt stark auf der Bremse ist, aber auch ein Markus Grünes hier richtig stark auf der Bremse unterwegs und zeigt sich da jetzt auch gleich mal mit der Lichthupe gegen Benjamin Oses. Während wir jetzt hier mit Michael Schäfer den nächsten haben, der dort ein bisschen in Schwierigkeiten ist. Aber er kann ohne Probleme erstmal weiterfahren. Markus Grünes setzt sich also jetzt vor der Variante Alter gegen Benjamin Oses durch und schnappt sich damit erst einmal die 20. Position. Walter Hanf mittlerweile wieder vorgefahren auf die 9, vorbei an Thomas Ott. Und hier bahnt sich langsam der nächste Zweikampf an. Tobias Taito gegen Andreas Schröder, Audi 8 RMS Ultra gegen Lamborghini Huracan GT3. Jetzt sind wir mal gespannt, ob es Andreas Schröder hier gelingen wird, am Audi vorbeizugehen. Tobias Taito, der da den kompletten AstroTurf in der Piratella quasi außen und setzt durch die Aqua Minerali hindurch den Berg hinauf. Den Schwung mitnehmen, das gelingt ihm auch alles soweit schon mal sehr, sehr gut. Dann gleich der Anbremspunkt zur Variante Alter. Da kommt Andreas Schröder etwas heran. Aber Taito mit guten Kurvenausgang dann hinaus Richtung Rivazza. Und ich hatte es vorhin kurz angesprochen, eben das Überholen hier auf Imola, ein ziemlich schweres Unterfangen. Es gibt keine wirklich Top-Überholmöglichkeit hier auf der Strecke, während Markus Walter die nächste schnellste Runde setzt mit einer 1:43.536. Zeiten putzeln hier also auch immer weiter, während Grote sich hier mit Steve Hartwig etwas ins Geränge bekommt. Hartwig kann aber erstmal seine 15. Position verteidigen, da Grote einen leichten Fahrfehler hatte, aber es sieht danach aus, als könnte Grote jetzt hier durch den Windschatten profitieren und dadurch dann an Hartwig vorbeikommen, und das ist die beste Möglichkeit durch den Windschatten. Jetzt aber die Außenbahn in der Variante Tamburello für Grote, und da kann man eben nicht mitziehen. Das gibt die Strecke nicht her, während wir da PJ Höxtra mit Schwierigkeiten neben der Strecke haben, der doch gleich mal die zwei Positionen verliert. Und jetzt der Angriff vielleicht von Grote auf die Variante Villeneuve auf der Innenseite. Aber auch da haben wir es gesehen, da geht Grote dann einfach die Strecke aus. Muss dort dann auf die Wiese und dementsprechend wieder zurückstecken. Genau das ist es, was das Überholen hier auf Imola so schwierig macht.
Während Andreas Schröder es geschafft hat, sich just in diesem Moment an Tobias Taito vorbeizukämpfen, Schröder damit jetzt also auf der 4, Taito zurück auf die 5. Position. Und Grote schafft es jetzt auch, sich an Hartwig wieder vorbeizukämpfen. Dadurch also Grote zurück auf der 14, Hartwig auf der 15. Das sind immer die tollen Momente, wenn man dann mal auf einem Zweikampf drauf ist, kaum dass man weggeht, gibt es den Positionswechsel. Und da haben wir das kurze Rutschen auf dem AstroTurf gesehen. Das kann dann auch nochmal ganz blöde ausgehen, wenn man da zu viel auf dem Gas bleibt, während sich Ergin Karakusch immer weiter an Tobias Altner wieder hereinkämpft. Dort entfacht also der alte Zweikampf Porsche gegen Mercedes. Sind mittlerweile auch schon in der 10. Rennrunde angekommen. Strategie für heute Abend hier auf Imola ziemlich eindeutig. Ein-Stop-Strategie. Der bevorzugte Reifen der Piloten ist der Softreifen. Dementsprechend wird auch jeder Fahrer dann mit Tanken- und Reifenwechsel unterwegs sein. Während Steve Fartwig wieder mal mit einem leichten Problem ausgangs der Variante Tamburello unterwegs war und dort dann gleich einmal 3 Positionen verliert. Respektive sogar 4 Positionen. Ja, also jetzt nur noch auf der 19. Position unterwegs. Ergin Karakusch runter beißt sich weiterhin die Zähne aus am Porsche von Tobias Altner. Und auch im vorderen Teil des Feldes haben wir weiterhin den Zweikampf zwischen Andreas Schröder und Tobias Taito. Taito, der sich hier noch lange nicht geschlagen gibt gegen den Lamborghini von Andreas Schröder. Ganz spät auf der Bremse durch die Aquamineralien durch, versucht sich dadurch wieder ein bisschen näher an den Lamborghini von Andreas Schröder heranzukämpfen. Es gibt wieder Probleme bei Stefan Gauci. Er hatte da wohl einen Dreher in der Tosa-Kurve, verliert dadurch die Position an Günther Jahn und Hannes Hickel. Dadurch Gauci also zurückgespült auf die 26. Gesamtposition. Schauen wir mal, wo wir den nächsten engeren Zweikampf haben. Die Abstände alle so circa um die eine Sekunde rum. Außer zwischen Sascha Krupp und Jura Petritschenko. Dort könnte es dementsprechend demnächst ein bisschen Action geben. Denn der Abstand ist dort jetzt auf 4 Zehntel geschrumpft.
Ergen Karakus versucht sich weiterhin auch an Tobias Altner. Wir sehen es an den Zeitabständen. Die beiden Fahrzeuge da auch immer noch eng beieinander. Während der Rest des Feldes sich hier langsam aber sicher immer weiter sortiert. Thomas Schmidt kämpft sich vorbei an Benjamin Ose, ist dadurch also Thomas Schmidt zurück. Und Thomas Ott hat Schwierigkeiten. Thomas Ott mit Dreher. Das ist ausgangs der Tosa-Kurve gewesen. Verliert Ott seinen Porsche und wird jetzt zurückgereicht auf die 15. Position. Wir gehen aber wieder zurück zum Kampf um die zweite Position zwischen Petritschenko und Krupp. Und Krupp probiert es jetzt mit dem Windschatten heraus auf der Außenbahnanfahrt der Variante Tamburello. Und dann zieht Krupp damit, da berühren sich beide Fahrzeuge leicht. Krupp muss da weit in über die Strecke. Jetzt geht Petritschenko dann leicht raus ins Grün. Kann seinen Porsche aber gut halten, muss aber die Position dementsprechend jetzt an Sascha Krupp abgeben. Und jetzt kommt dann Petritschenko gleich unter Druck vom nächsten Lamborghini Huracan, pilotiert von Andreas Schröder. Da wird im Chat geschrieben, die Porsche klingen wie Staubsauger mit einem vollen Beutel. Naja gut, da weiß ich nicht, was man da für einen Staubsauger zu Hause hat. Also wenn dein Staubsauger so klingt, dann hast du auf jeden Fall einen ziemlich geilen Staubsauger zu Hause, weil meiner klingt effektiv anders. Während Ergin Karakus dort im Zweikampf ist mit Herbert Putzner, gibt es eben genau diesen klassenübergreifenden Zweikampf, den die Fahrer eigentlich so nicht mehr unbedingt haben wollten. Das endet für Putz dann kurzfristig im Kiesbett, der Vorsprung von Putz auf den nächsten GT2 aber riesig. Denn der nächste GT2 ist erst auf der 20. Position, Putz auf der 13. Da reden wir also momentan von 13 Sekunden zwischen diesen Positionen. Andreas Schröder macht also jetzt weiter Druck auf Jura Petritschenko. Petritschenko wird sich sagen, nicht schon wieder ein Lamborghini da hinter mir im Spiegel. Und dann kommt der leichte Fahrfehler ausgangs der Variante Tamburello. Und das gibt Schröder jetzt die Chance, in der Variante Veneuve sich an Petritschenko vorbei zu quetschen, was ihm da auch gelingt. Und Taito versucht dann gleich mitzuziehen hier durch die Tosa-Kurve hindurch. Und Taito kann da auf der Außenbahn direkt den Platz auch noch gut machen und dadurch verliert Petritschenko jetzt ein paar Positionen, aber jetzt der Angriff von Petritschenko in der Piratella-Kurve zieht da kurzfristig zurück und wir haben Felix Blankenburg mit Fehler in der Variante Veneuve, nicht Circuit de Veneuve. Und die Rückfahrt dort auf die Straße war so semi-gut. Hat dort Tobias Altner ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht, noch er gegen Karakus kann da an den Porsche-Piloten noch vorbeiziehen. Dadurch also Karakusch auf die 10 und Blankenburg geht von der 9 zurück auf die 11. Ja, Jura Petritschenko, der also jetzt mit größerem Positionsverlust, aber Taito bekommt dort die Variante Alter nicht perfekt hin und muss jetzt die Position an Petritschenko wieder zurückgeben. Dadurch also Petritschenko wieder zurück auf der 4. Was beutellose Staubsauger angeht, da kann ich Schwind drehen. Ich habe auch einen. Das schon mal am Rande auf den Chat gemünzt. Ja, und Petritschenko, der tut sich da schwer. Und da gab es wohl eine leichte Berührung zwischen Petritschenko und Taito, als der da versuchte auszuzucken. Und auch Taito probiert es außenrum in der Tamburello. Aber da gelingt es nicht so gut wie bei Schröder. Es gibt die Berührung und Taito wird dann infolgedessen umgedreht von Petritschenko und der nächste Dreher Thomas Schmidt wieder auf Abwägen in der Variante Alter verliert er also seinen Audi 8 LMS Ultra.
Taito durch den Dreher erstmal ziemlich viel an Zeit verloren auf Petritschenko und auch eine Position verloren an den Lamborghini-Piloten Dominik Pieper. Pieper damit also jetzt auf der 5. Taito erst einmal zurück auf die 6. Er allerdings mit seiner Pace, die er hat, sollte den Weg zurück an die Top 5 wiederfinden können. 10 Sekunden fehlen ihm jetzt allerdings auf Jura Petritschenko. Und dann schauen wir hier direkt rechtzeitig zu dem nächsten engen Zweikampf, nämlich Felix Blankenburg gegen Alexander Grote. Dahinter die Corvette von Herbert Putz, der da warum auch immer die Lichthupe ziemlich heftig bedient. Vielleicht gab es dort auch eine Berührung der Fahrzeuge, wo sich Putz ein bisschen beschwert. Ansonsten ist dieser Lichthupeneinsatz hier klassenübergreifend nicht wirklich so nachvollziehbar. Alexander Grote, der dort alles versucht, irgendwie an Blankenburg vorbeizukommen, ja, am Putz, ja, der sagt sich, okay, ihr wollt den Kampf extern der Klassen, dann machen wir da mal schön mit. Leuchtet da immer mit der Lichthupe auf, aus meiner Position absolut nicht nachvollziehbar, da Putz genug Vorsprung hat auf den nächsten Fahrer hinter ihm in seiner Klasse. Der sollte hier die zwei Porsches im direkten Kampf einfach fighten lassen und vielleicht den Porsche hinter sich durchlassen. Dann hätten wir nämlich einen schönen Dreikampf in der GT3. Aber da sind wir mal gespannt, wenn Putz es denn nachher dann aufs Podium schafft, was er da sagen wird. Pitcher Extra kommt an die Box. Ja, und Grote und Blankenburg, die geben sich hier richtig. Zu zweit nebeneinander geht es jetzt über Start und Ziel dann gleich in die Tamburello-Kurve hinein. Allerdings Grote auf der Außenbahn gibt da erstmal nach, lässt Blankenburg gewähren, kann jetzt aber mehr Schwung mitnehmen durch die Tamburello-Kurve, was ihm natürlich dann am Ende einen Vorteil gewähren kann. Herbert Putz da wieder mit so einem leichten Angriff versuchen gegenüber Grote. Die ersten Fahrer, Sie haben es gesehen, waren bereits zu ihrem Pflichtboxenstopp an der Box. Und da gibt es dann die Berührung zwischen Grote und Blankenburg, da Blankenburg keinen guten Ausgang aus der Tosa-Kurve hat. Und da schiebt sich jetzt auch Herbert Putz mit durch. Und das wird Blankenburg so gar nicht schmecken, dass er jetzt noch ein GT2-Fahrzeug zwischen sich und Grote hat. Aber es sieht doch danach aus, als könnte Blankenburg da die Pace nicht direkt weiter mitgehen. Und Dominik Pieper ist der Erste der Spitzengruppe, der zu seinem Pflichtboxenstopp hereinkommt. Und Andreas Schröder mit DNF. Andreas Schröder also aus dem Rennen ausgeschieden. Ich habe allerdings auch keine Meldung bekommen über einen Disconnect. Das ist also sehr kurios. Da bin ich mal gespannt, was dazu geführt hat. Vielleicht eine nicht abgegoltene Drive-Thru-Penalty. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht gleich eine Information erhaschen können. Wir sehen weiterhin, der Ansturm auf die Boxen ist vorhanden. Zur Rennhalbzeit natürlich nicht gerade überraschend. Das einzig wirklich Überraschende momentan, der DNF von Andreas Schröder. Für mich nur erklärbar eben durch eine Black Flag, weil eine Strafe dort nicht regelkonform abgesessen wurde. Durch das Cutten ist dies ja effektiv möglich. Benjamin Osis, ja, er da neben der Strecke in der Tamburello. Dadurch verliert er erstmal ein bisschen wieder an Zeit. Dominik Pieper nach seinem Stop also jetzt auf der 12. Position unterwegs in seinem Huracan GT3. Ja, und es sieht fast so aus, als wäre da eine Drive-Thru wegen Cuttings vergessen worden. Davon gehe ich so jetzt zumindest erst einmal aus. Tobias Aitner schiebt sich da erstmal vorbei an Stefan Gauci. Dort geht es um die Positionen 17 und 18. Und die Zeitenabstände sind dann jetzt langsam aber sicher doch relativ groß geworden.
Etwas enger ist es noch zwischen Peter-Jan Höxtra und Thomas Ott, den beiden Porsche-Piloten, beide schon an der Box gewesen. Während jetzt auch Tobias Taito und Ergin Karakusch zu ihrem Pflichtboxenstopp hereinkommen. Und da schiebt sich Ott an Höxtra vorbei und Höxtra verpasst da dann den Bremspunkt in der Aqua Minerale. Total. Muss dadurch Ott also jetzt auf jeden Fall ziehen lassen und kommt jetzt direkt unter Druck von Felix Blankenburg. Da kommt die Information im Stream bei Andreas Schröder, hat sich also das Spiel aufgehangen, dadurch er mit diesem direkt DNF gelistet. Das ist natürlich sehr, sehr schade. War ein super Rennen bis zu diesem Moment von dir, Andreas. Schöne Zweikämpfe gehabt, schade, dass wir davon nicht mehr zu sehen bekommen hier in dem Rennen. Während wir jetzt die komplette Führungsgruppe rum und weiter grob um Petritschenko an der Box haben zu ihrem Pflichtboxenstopp. Und Felix Blankenburg, der sich hier hart verteidigen muss gegen Frank Leupold, Peter-Jan Höxtra, Michael Liebig müsste es sein, um Markus Grünes. Und dann kriegt Peter-Jan Höxtra dort einen Schubser von Liebig. Und der reicht, um dass er hier gedreht wird in der Tosa-Kurve. Und dann geht es für PJ Höxtra erst einmal zurück auf die 20. Position. Markus Walter also wieder aus der Box raus. Auch Sascha Krupp wieder auf dem Weg aus der Box raus. Genauso wie auch Jura Petritschenko. Da hinten kommt Dominik Pieper. Und das reicht auf jeden Fall für Petritschenko, um auf der 3 zu bleiben. Oliver Krupp fährt just in dem Moment wieder los, wird aber die Position gegen Pieper verlieren. Genauso ist es. Und wir schauen jetzt mal, bleiben wir eben auf Krupp, ob Tobias Taito, der da im Hintergrund ankommt, die Chance hat. Und Taito hat die Chance und geht an Krupp also auch wieder vorbei. Taito damit auf der 5, Krupp nach Pitstop, dann auf der 6. Weiter Hanf auf der 7, Karakusch auf der 8, Alten auf der 9, Stefan Gauci auf der 10. Das also momentan die Top 10 hier im Rennen, während wir Thomas Ott und, wenn ich ihn gleich mal reinbekomme, Frank Leupold auf jeden Fall an der Box und Günther Jahn in seiner Corvette, das also jetzt die nächsten Piloten hier zu ihrem Pflichtboxenstopp, die hereingekommen sind. Es scheint fast so, man liest es ja auch gerade im Chat, die Pechsaison von Andreas Schröder, sie zieht sich nicht nur hier durch die Multiclass hindurch, sondern so wie es aussieht auch durch andere, und wir haben den nächsten direkt DNF durch Thomas Ott. Vielleicht bekommen wir da dann auch nochmal eine Information, wie das zustande kam, vielleicht genau dasselbe wie bei Andreas Schröder eingetreten. Thomas Ott, der ja gerade bei seinem Boxenstopp war. Aber um es zu Ende zu bringen, während Thomas Schmidt dort in der Variante Villeneuve etwas neben der Strecke war und die Position an Frank Leupold abgeben musste. Andreas Schröder eben leider mit viel Pech hier in der Saison. Es ist, wenn ich mich recht entsinne, bereits das zweite Mal, dass es hier in der Multiclass-Saison zu so einem DNF für ihn kam. Das ist natürlich sehr, sehr schade und raubt natürlich dann einem effektiv guten Fahrer die Chance hier auf eine Platzierung ganz vorne in der Klasse. Mir persönlich geht es immer so, also ich flieg lieber ab oder werde abgeschossen, als wie das sich irgendwie das Spiel aufhängt.
Denn wenn sich das Spiel aufhängt, ist man so richtig machtlos. Das ist, kann man vergleichen quasi, wenn man im realen Fahrzeug unterwegs ist und einfach von jetzt auf gerade der Motor ausgeht. Man sitzt einfach nur im Fahrzeug und weiß nicht mehr, was man machen oder sagen soll. Ist immer das Schlimmste im Endeffekt, wenn man selber nichts dafür kann und dann so direkt aus dem Rennen gerissen wird. Dementsprechend aber Kopf hoch, Andreas. Ich wünsche dir schöne Feiertage. Vielleicht bleibst du noch ein bisschen hier bei uns im Stream. Und ansonsten einen schönen Urlaub, schöne Feiertage. Und wir kommen jetzt wieder zurück zum aktuellen Renngeschehen. Und über das aktuelle Renngeschehen kann man nur sagen, das Feld hat sich so gut wie komplett sortiert. Die Abstände zwischen 1 bis guten 5 Sekunden, was mal die engeren Abstände sind. Aber ein kleiner Abstand oder einen kürzeren Abstand gibt es, nämlich zwischen Heiko Sanders und Georg Heger. Und dort haben wir dann noch endlich mal einen direkten Zweikampf in der GT2-Klasse. Und dort geht es um den zweiten Platz in der GT2 hier auf Imola. Stefan Gauci kommt jetzt zu seinem Pflichtboxenstopp rein in der 21. Runde. Schauen wir mal eben, ob es auch wirklich der Pflichtstopp ist. Genauso ist es. Denn auch eine Durchfahrtsstrafe wäre ja hier auf Imola jederzeit denkbar gewesen. Stefan Kramer, auch er kommt zur Box, wie gesagt, nicht verwirren lassen. Da scheint es eine Fehleinstellung der Skinverteilung gegeben zu haben. Er, wie vorhin schon erwähnt, nicht im Dienste von Blackhawk Racing unterwegs. Aber auch bei ihm ist es der ganz normale Pflichtboxenstopp. Ergin Karakusch, da wohl mit Fehler in der Tamburello gewesen, kam Herbert Putz vorbei. Das hat keine größeren Auswirkungen für den Piloten vom Crib Racing Team. Denn Herbert Putz ja in der GT2-Klasse unterwegs. Allerdings kommt Karakusch jetzt unter Druck von Felix Blankenburg. Der Porsche-Pilot versucht es dann auch gleich mal, will sich hier außen zeigen. Oh, Karakusch, der da spät versucht die Tür zuzumachen zur Piratella. Blankenburg schafft es aber dann, sich innen vorbeizupressen. Krupp jetzt mit der schnellsten Rennrunde 1:43.265. Damit sind wir nur noch 7 Zehntel hinter der absoluten Trainingsbestzeit aus den vergangenen 2 Wochen. Und auch nur noch 6 Zehntel hinter der Pole Position Zeit. Und da kommt jetzt Karakusch weit raus auf den AstroTurf, muss dadurch länger warten, bis er ans Gas kann. Verliert dadurch natürlich wieder den ein oder anderen Meter auf Felix Blankenburg. Karakusch wieder spät auf der Bremse, nutzt die komplette Breite der Strecke aus. Da sind wir mal gespannt, vielleicht kann es Karakusch nochmal schaffen, sich weiter am Blankenburg heranzukämpfen. Und unser einziges wirkliches Duell in der GT2 hier auf der Strecke zwischen Sanders und Heger hat sich dann auch erst einmal beruhigt. Dort reden wir jetzt von 2 Sekunden zwischen den beiden Piloten. Und ansonsten sieht das hier alles mal sehr, sehr weit auseinandergezogen aus. Markus Grünes, der da die Lücke langsam aber sicher zufährt, zuliebig vor ihm im Porsche.
Markus Grünes, er versucht es weiterhin irgendwie den Weg an Liebig im Porsche vorbeizufinden und sich damit die 13. Position wieder zurückzuergattern. Während Thomas Schmidt mit einer persönlichen Bestzeit gerade über Start und Ziel kam, auf der 23. Position unterwegs. Teamkollege Walter Hanf auf der gesamt 7. Position unterwegs. 5 Sekunden nach vorne, 7 Sekunden nach hinten. Auch dort scheint erstmal alles in trockenen Tüchern. Markus Walter an der Spitze mit einer Führung von über 2 Sekunden auf Sascha Krupp, Jura Petritschenko. Dann auf der 3. Durch den Ausfall von Andreas Schröder da auch relativ unbedrängt, denn er hat 10 Sekunden Luft nach hinten auf Dominik Pieper. Tobias Taito auf der 5 nach der Berührung mit Petritschenko. Allerdings 7 Sekunden Rückstand auf Pieper, aber auch gute 6 Sekunden Vorsprung auf Oliver Krupp, den nächsten Porsche-Piloten. Dann Walter Hanf auf der 7, Tobias Altner auf der 8, Alexander Grote auf der 9 und Herbert Putz rundet die Top 10 dann ab und hat damit dann auch die Führungsposition weiterhin in der GT2 inne, während Grünes es jetzt außenrum in der Tamburello probiert, muss sich aber gegen Liebig dann nochmal geschlagen geben, kann dort nicht außen mitziehen, wie wir es schon das ein oder andere Mal hier im Verlaufe des Rennens zu sehen bekommen haben. Ja, und dieser Zweikampf ist effektiv momentan der einzigste enge Zweikampf, den wir hier auf der Strecke zu sehen bekommen. Günther Jahn mit persönlicher Bestzeit 1:45,7 vom Corvette-Piloten auf der gesamt 20. Position, 4. Position in der GT2-Wertung. Schauen wir mal einmal schnell durch die GT2-Wertung durch. Führender Herbert Putz auf der gesamt 10. Position vor Heiko Sanders und Walter Hanf mit Dreher in der Variante Alter. Und da kommt Hanf nicht so glücklich auf die Strecke zurück. Bringt da Tobias Altner in Schwierigkeiten. Beide können das Rennen aber ungehindert fortsetzen. Tobias Altner also dadurch jetzt vorgestoßen auf die 7. Position. Hanf verliert eine Position, fällt zurück auf die 8. Während wir Michael Schäfer mit persönlicher Bestzeit auf der letzten Position in seinem Lamborghini Huracan unterwegs sehen. Auch dort der Skin nicht so perfekt, haben wir kurz am Nummernplate zu sehen bekommen. Ja, zurück zur Übersicht, während Herbert Putz die persönlich schnellste Zeit mit einer 1:45,1 fährt zur GT2-Klasse. Putz also führender auf der 10, Heiko Sanders zweiter auf der 16 vor Georg Keger, dem Drittplatzierten in der GT2 auf der 17. Und dann ist es Günther Jahn auf der 4. Position in der GT2 auf der 20. Position. Das also die übergebliebenen GT2-Fahrer hier in Grid 1. Markus Grünes, der sich hier langsam aber sicher die Zähne ausbeißt am Porsche von Liebig vor ihm. Wir sehen es. Er gegen Karakusch, der vor den beiden unterwegs ist, musste Felix Blankenburg vor sich ziehen lassen und muss mehr und mehr in den Rückspiegel schauen. Denn dort kommen Liebig und Grünes im Zweierpack angeflogen, während wir hinten einen Positionswechsel haben zwischen Steve Hartwig und Thomas Schmidt. Steve Hartwig damit also jetzt zurück auf der 23, Thomas Schmidt zurück auf die 24 und Hartwig jetzt also im Angriffsmodus, um sich hier dann noch dem vor ihm fahrenden Mercedes von Frank Leupold vielleicht schnappen zu können. Ja, quer über die Strecke kommt immer gut. Dem kann man so nur beipflichten. Nicht unbedingt das, was der Ingenieur unter Reifen schon im Fahren versteht, aber fährst du quer, siehst du mehr. Gutes altes Motto, was sich auch heute ganz gerne noch bei dem einen oder anderen durchzieht. Markus Grünes beißt sich weiter in die Zähne aus am Porsche. Dort
Sind wir mal gespannt, was jetzt dann Liebig machen kann im Zweikampf gegen Ergin Karakusch. Liebig, der jetzt hier im totalen Sandwich ist. Vor ihm der Mercedes, hinter ihm der Audi. Stefan Kramer mit persönlicher Bestzeit 1:44,8. Er allerdings auch nur auf der 25. Position unterwegs. Und Liebig hier spät auf der Bremse in der Aqua Minerale. Erhöht also jetzt immer weiter den Druck auf Ergin Karakusch. Oliver Krupp mit persönlicher Bestzeit 1:43,9 und Thomas Schmidt wieder mal mit Dreher ausgangs der Variante Villeneuve und er betätigt dann die Escape-Taste, um sich diesem Schlamassel dann schlussendlich zu entziehen, während Günther Jahn dort auch mal kurz im Grün von Imola unterwegs war mit seiner Corvette. Herbert Putz, persönliche Bestzeit 1:44,9 für ihn in seinem GT2-Fahrzeug. Und Heiko Sander ist jetzt also dann doch noch in den Zweikampf gekommen mit Georg Heger. Der einzigste Zweikampf in der GT2-Klasse hier, der direkt auf der Strecke ausgetragen wird. Und da bleiben wir auch direkt mal drauf. Sanders jetzt die Innenbahn für die Tamburello. Heger probiert es außenrum, zieht außenrum eingangs der Tamburello an. Sanders vorbei. Sanders kann den Schwung auch nicht mitnehmen, weil sich Heger da gekommen mit seiner Corvette vor Sanders schiebt. Während Stefan Gautsch eine persönliche Bestzeit mit einer 1:44,7 gerade zustande gebracht hat. Es ist also Georg Heger gelungen, sich auf die 16. Position vorzukämpfen, was auch die zweite Position im Gesamten ist. Und Walter Hanf wieder in Schwierigkeiten. Was ist da bei Walter Hanf los? Das war in Ausgangs der Aqua Minerale. Hanf verliert dadurch die Position an Alexander Grote. Dadurch Hanf also nur noch auf der 9 unterwegs. Knapp vor Herbert Putz und direkt dahinter, das ist Blankenburg und da kollidieren Hartwig und Leupold miteinander. Da müssen wir mal kurz sortieren, das müsste die Variante Villeneuve sein. Und Hartwig gibt da die Lichthupe an Leupold, ist da also mit Leupold unzufrieden und möchte die Position wieder zurückhaben und verliert jetzt das Fahrzeug direkt nochmal im Anschluss. Und das war Dominik Pieper, der Viertplatzierte, der dort ganz knapp zurückkam. Frank Leupold fährt jetzt an die Seite, kassiert dann nochmal die Lichthupe von Hartwig. Ja, Leupold, der dann auch die Escape-Taste drückt und das Rennen dementsprechend beendet. Disconnected auch gleich vom Server. Das ist also das, was wir hier im Simsport unter einem altbekannten Rage Quit auch kennen. So, der Blick einmal durch das Feld. Putz nah dran an Blankenburg, der also die Lücke zu Walter Hanf hat direkt wieder aufreißen lassen müssen. Karakusch, der sich gegen Liebig erstmal durchsetzen kann. Liebig da jetzt auch gute 2 Sekunden hinter Karakusch zurück. Ja, und Walter Hanf, der hier eine lange Zeit einen super Job abgeliefert hat. Hier gegen Rennende wieder mit diesen üblichen kleinen Fehlern, die wir von ihm aus der letzten Saison noch kennen. Als er dort auch in guten Positionen liegend das Fahrzeug teilweise verloren hat. Und jetzt kommt er hier unter Druck von Felix Blankenburg. Herbert Putz, der da Blankenburg jetzt also hat ziehen lassen, um dass die zwei Piloten der GT3-Klasse hier in den letzten 5 Runden sich dann nochmal dementsprechend einen Kampf liefern können. Ja,
Blankenburg versucht jetzt natürlich hier den Windschatten des Audis komplett auszunutzen, um sich dann gleich in der Variante Tamburello einen Vorteil zu sichern. Ja, und der bremst dabei weitem später als Walter Hanf, kriegt die Kurve jetzt aber nicht mit so viel Schwungsausgang, der Tamburello. Hanf kann das da aber nicht nutzen, weil er außen ist. Da gibt es die Berührung mit Blankenburg und Hanf dreht sich dadurch von der Strecke, schlägt in die Wand ein, verliert die Position an Putz, an Karakusch, an Liebig und kann sich gerade noch so vor Markus Grünes halten. Ja, man will da natürlich den Schwung mitnehmen und sich irgendwie versuchen, am Vordermann dann direkt wieder vorbeizuschieben. Und da den Konter direkt durchzusetzen, das ging jetzt aber im Falle von Walter Hanf da gerade leider in die Hose. Ausgangs der Variante Tamburello ist die Strecke da dann einfach zu eng gewesen und es war dort kein Platz mehr für zwei Fahrzeuge. Und jetzt verliert Hanf wohl dann auch gleich noch die Position an Grünes. Die Reifen natürlich dementsprechend jetzt in Anspruch genommen worden durch den Dreher und auch durch den Einschlag in die Wand. Das Fahrzeug natürlich dementsprechend nicht mehr aerodynamisch optimal hier auf der Strecke unterwegs. 13. Position nur noch für den Audi-Piloten, der auch hier wieder leicht quer aus der Variante Alter herauskommt. Ein Grünes bei Weitem mehr Schwung, versucht es jetzt rechts, links, sucht seinen Weg durch. Hanf macht die Innentür zu bei der Raviazza. Grünes kann jetzt aber mehr Schwung mitnehmen. Oh, da schiebt er sich gleich gegen Hanf, versucht es, dann kollidiert er aber mit Hanf und Grünes verliert dadurch sein Fahrzeug. Hanf kann erst einmal vorne bleiben. Grünes dreht jetzt seinen Wagen um, verliert aber eine Position gegen Peter Jan Höxtra. Grünes dadurch also zurück auf die 15. Kann seinen Audi aber noch vor den GT2-Piloten Georg Heger und Heiko Sanders auf der Strecke halten. Wir hören es im Vordergrund, da hat sich jemand verabschiedet, ja, das war Walter Hanf. Es war so fast schon im Urin drin, dass es fast nur der Audi von Walter Hanf sein kann, der sich dort ausgangs der Circuit-Variante-Winner verabschiedet hat. Verliert dadurch jetzt also auch eine Position an dem Porsche von Peter Jan Höxtra. Hanf dadurch jetzt also zurück auf die 14, Höxtra mit Positionsgewinn und Hanf wieder mit Dreher. Ausgangs der Aqua Minerale. So, jetzt geht es nochmal drei Positionen nach hinten für ihn in seinem Audi. Markus Grün ist dadurch jetzt also auf der 14, Heger und Sanders, die beiden GT2-Piloten, jetzt also auch vorbeigekommen am Audi von Hanf. Hanf dadurch nur noch auf der 17. Da dürften die Hinterreifen bei Walter Hanf einfach komplett durch sein. Und er wird es jetzt noch irgendwie versuchen, seinen Audi da vielleicht um die letzten drei Runden zu bringen. Wir sehen, Benjamin Roses fährt jetzt gerade durch die Variante Alter hindurch. Hanf kommt in die Rivazza hinein. Dementsprechend könnte also der Vorsprung auf Roses da noch ausreichend sein für die letzten drei Runden. Aber Hanf biegt in die Box. Oh, Entschuldigung. Und wird sich also nochmal frische Reifen holen müssen. Und wird dadurch natürlich jetzt auch noch ein paar Positionen wieder verlieren. Da kommt Sascha Krupp vorbei, der Zweitplatzierte. Da kommt jetzt Benjamin Roses, dann Hannes Hickel und Stefan Gauci. Und das war bei Hanf eine Drive-Thru-Penalty wegen Cuttings. Und Hanf kommt jetzt direkt vor Stefan Kramer wieder auf die Strecke zurück. Und Kramer kann sich hier also auch noch an Hanf vorbeischieben. Hanf also nur noch auf der 22. Position. Der Porsche hinter ihm, das müsste Jura Petritschenko sein. Genauso ist das der Drittplatzierte. Also jetzt hinter Walter Hanf und den sollte er dann ziehen lassen. Ja, ein bisschen unkonventionell über das Grün gemacht.
aber ohne Probleme für Petritschenko hier an dieser Stelle. Ja, das Leid des Führenden, wenn man denn so einen Vorsprung hat, man ist nun mal kaum in der Kamera mit drinnen. Markus Walter, also weiterhin seine obligatoren 2 Sekunden, die er vorne liegt, vor Sascha Krupp. Jura Petritschenko dann auf der 3. Und wenn Markus Walter jetzt die letzten 2 Runden genauso runterspult wie die letzten 32, dann dürfte auch für den Z4-Piloten hier beim heutigen Lauf auf Imola nichts mehr anbrennen. Während im Hintergrund Günther Jahn durchgereicht wird, der dort wahrscheinlich die GT3-Fahrzeuge dementsprechend passieren hat lassen. Ja, da lese ich es im Chat, das wird wohl einiges an Protesten geben, aber es bleibt abzuwarten, denn viele der Zwischenfälle, die wir jetzt zuletzt gesehen hatten, waren nicht wirklich protestwürdig von dem, was man jetzt hat so sehen können. Das waren normale Zweikämpfe, wo man einfach ein bisschen zu viel wollte und dadurch dann die Position dementsprechend verloren hat. Aber es wird sich dann eh alles am Rennende, respektive in 2 Wochen zum nächsten Lauf, dann zeigen. Ja, von 8 auf die 22 in einer Runde, wird geschrieben, das ist auch eine Kunst. Kann man so sagen. Das kann man effektiv so sagen und so eigentlich auch stehen lassen. Während Herbert Putz sich in seiner Corvette nochmal an Felix Blankenburg vorbeischiebt. Putz, der da also weiter in die Zweikämpfe auch mit der GT3 sucht. Sie nutzt und sich vorbeischiebt, hält sich da also nicht so aus den klassenexternen Kämpfen heraus, wie sich das der ein oder andere Fahrer gewünscht hatte. Hannes Hickel geht an Benjamin Oses vorbei, genauso wie Stefan Gautschi, also Oses nochmal mit doppeltem Platzverlust. Kurz vor Schluss und Sanders und Heger mit Kollision in der Rivazza. Und da kommt jetzt Markus Walter angeflogen, der Führende. Dürfte aber für ihn kein Problem sein. Heiko Sanders macht da fair Platz, lässt Walter dort problemlos vorbei. Und der nächste ist jetzt dann Georg Heger, der zum Überrunden ansteht. Und Markus Walter beginnt nun seine letzte Runde. Und die nehmen wir einmal noch im Cockpit mit. Georg Heger, der da sich jetzt gleich in Luft auflösen sollte. Ja, Heger sieht es da nicht ein, kämpft mal schön gegen den Führenden, total unnötige Aktion. Markus Walter verliert dadurch auch schon mal 18 Sekunden auf Sascha Krupp hinter ihm. Sie sehen es da am Tower und das sind dann so Probleme eines Führenden. Er muss da natürlich vorbeikommen. Krupp hat jetzt schon knapp 1 Sekunde gewonnen auf Markus Walter, dadurch, dass Georg Heger hier es absolut nicht einsieht, Markus Walter vorbeizulassen. Das ist Ignorieren blauer Flagge. Unnötige Aktion von Georg Heger, während der Teamkollege von Markus Walter weiter durchgereicht wird. Er nur noch auf der 20, Hannes Hickel. Ja, und Sascha Krupp nur noch 8 Zehntel hinter Markus Walter. Und da sehen Sie, was es ausmacht, wenn ein Fahrzeug die blauen Flaggen ignoriert und den Führenden dann hier mal auffällt. Und zwar total auffällt. Krupp nur noch 1/2 Sekunde hinter Markus Walter. Das wird nochmal ein richtig spannender und enger Zweikampf um die Führung, wenn Heger hier weiter den Führenden so auffällt. Und Heger, ja, der macht da dann jetzt mal so mehr oder minder mal Platz und kollidiert da fast mit Krupp. Also was ist denn bei Georg Heger los? Absolutes Unverständnis meinerseits für den Piloten vom Medal of Honor Engineering Team, während Markus Walter sich den Sieg dann hier auf Imola sichern kann, knapp vor Sascha Krupp am Ende, der auf der 2 ins Ziel kommt. Jura Petritschenko auf der gesamt dritten Position, während da Benjamin Oses nochmal ein bisschen die Lichthupe gegen Stefan Kramer auspackt. Da gab es dann vielleicht auch noch eine Berührung und Jura Petritschenko komplettiert also das Podium hier auf Imola. Dominik Pieper am Ende sicherer Vierter mit gutem Abstand zu Tobias Saito, der das Rennen dann auf der 5 beendet. Oliver Krupp in seinem Porsche auf
der sechsten Position unterwegs. Und Krupp beendet also das Rennen. Dann auf der 6, Tobias Altner auf der 7. Position in seinem Porsche. Vor Alexander Grote, dem nächsten Porsche-Piloten. Drei Porsche also in Folge. Und dann ist es als nächstes Herbert Putz, der sich den Sieg der GT2-Klasse hier auf Imola in die Tasche schreiben lassen kann. Vor Felix Blankenburg auf der 10, Ergin Karakusch am Ende also auf der 12, auf der 11, Michael Liebig auf der 12, vor Markus Grünes, der das Rennen dann auf der 13. Position beendet, und Peter-Jan Höxtra, der letzte in der Führungsrunde, dann auf der 14. Position. Georg Heger, zweiter in der GT2-Wertung mit dieser absolut unnötigen Aktion, die blaue Flagge zu ignorieren, vor Heiko Sanders, der dann das Podium der GT2-Klasse komplettiert auf der gesamt 16. Position. Stefan Gautschi auf der 17, ja, Stefan Kramer, der sich da noch irgendwie total unnötig nochmal in der Boxeneinfahrt irgendwie meint, an einem vorbeischieben zu müssen, auf der 18. Vor Benjamin Osis auf der 19, Hannes Sicke auf der 20, Walter Hampf am Ende auf der 21, Günther Jahn auf der, Entschuldigung, 22. Position, damit vierte Position in der GT2-Wertung. Vor Steve Hartwig auf der 23, ja, und Michael Schäfer beendet dann sein Lauf hier auf Imola auf der gesamt 21. Position. Wir verabschieden uns jetzt für einen kurzen Moment und sind dann gleich wieder zurück mit den Interviews der Top 3 aus beiden Klassen. Bleiben Sie also dran und lauschen Sie gleich noch den Worten der jeweiligen 6 Fahrer aus beiden Wertungen. Und in dem Sinne sage ich bis gleich. Damit herzlich willkommen zurück mit den Interviews der Top 3 aus beiden Klassen. Beginnen wir mit dem Gesamtsieger und dem Sieger der GT3-Wertung, Markus Walter, nach dem Urlaub zurückgekommen. Letzte Woche noch
im Crit 2 unterwegs gewesen, beziehungsweise vor 2 Wochen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und heute direkt mit dem Sieg hier auf Imola zurückgeschlagen. Gib uns mal einen Einblick aus deiner Sicht des heutigen Rennens und natürlich vor allen Dingen aus der letzten Runde, da wo es nochmal sehr, sehr eng wurde. Ja, hallo erstmal. Glückwunsch an die anderen Podiumsplatzierten. Es war auf jeden Fall ein aufregendes Rennen für mich. Ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich keine Gewichte drin hatte. Deswegen bin ich auch letzte Woche da im Crit 2 mitgefahren. Insofern war das schon mal ein Vorteil, aber die Zeiten vorne im Pre-Quali, die waren natürlich wieder super eng. Und also ich hätte nicht gedacht, dass ich auf die Pole fahren kann. Obwohl ich da im letzten Sektor nochmal 2 Zehntel weggeschmissen habe. Aber es hat dann doch gereicht. Und ja, der Start, wie erwartet, nicht so gut. Da ist dann Jura gleich vorbeigezogen. Aber den konnte ich mir dann in Runde 1 gleich wieder schnappen. Was auch wichtig war, weil ich musste irgendwie wegfahren, weil sonst wäre es, glaube ich, echt irgendwie noch ein Zweig fest, was mir am Ende wahrscheinlich irgendwie den Arsch gerettet hat, weil gerade im zweiten Stint war der wohl deutlich schneller unterwegs. Da hätte ich mich schon strecken müssen für die Rundenzeiten. Aber primär war mein Ziel, dass ich keine Strafen für irgendwelche Cuts bekomme, weil es doch relativ schnell passiert. Und ja, insofern lief das Rennen eigentlich ganz gut. Ja, die letzte Runde, das war ein bisschen blöd. Also Georg ist ja hier im Channel, da würde mich gerne mal interessieren, was ihn da geritten hat, weil das muss eigentlich nicht sein. Gab für uns natürlich ungewollterweise nochmal Spannung hinein. Denke, da wird es dann auch nachher nochmal ein kleines Gespräch zwischen euch geben, beziehungsweise dann vielleicht auch mal dementsprechende Entscheidung der Rennleitung bezüglich dieses Vorkommens. Schauen wir weiter auf das nächste Rennen in 2 Wochen in Vallelunga. Du wirst ja dann ausgestattet sein mit 50 Kilo Erfolgsgewicht. Was denkst du, wird für dich A mit dem Gewicht und B vor allen Dingen auch mit dem BMW dort möglich sein? Ja, gute Frage. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die Strecke kenne überhaupt. Also ich glaube, ich bin schon mal drauf gefahren, aber ich habe jetzt gerade kein Layout im Kopf. Ich glaube, es ist eine relativ kurvige Strecke, aber ja, mittlerweile kann man das irgendwie nicht mehr sagen, dass der BMW so ein unbedingtes Kurvenmonster ist. Das sind ja Autos relativ ausgewogen. Ja, also gewinnen werde ich definitiv nicht. Ziel wird irgendwie Top 5 sein. Dass die Kilos dann entweder komplett raus oder weniger für Brands Hatch sind. Das ist, glaube ich, schon eher eine Strecke, die dann dem BMW wieder liegen könnte. Und macht mir auch Spaß, die Strecke. Dann wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg, ein gutes Training auf das nächste Rennen und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg am heutigen Abend und danke dir für das Interview. Bitte, danke. Machen wir weiter mit dem Zweitplatzierten in der GT3, Sascha Krupp im Lamborghini Huracan. Es wurde am Ende nochmal sehr, sehr eng. Der Rennverlauf, kannst du uns einen kurzen Einblick geben und vor allen Dingen zu dem ja ungewollten engen Kampf dann nochmal am Ende des Rennens aus deiner Sicht? Ja, danke schön und hallo erstmal alle und auch Glückwünsche von mir. Ja, von mir kam vom Quali, war ich sehr überrascht, dass ich trotzdem noch auf 2 fahren konnte, weil ich eigentlich noch andere besser erwartet hätte. Ja, Start war auch bei mir wie erwartet schlecht. Konnte am Anfang die Pace nicht richtig mitgehen und konnte mir dann aber Jura trotz seinen 50 Kilo mühsam erst ranarbeiten und auch überholen. Der erste Stint war nicht so gut. Und dann der zweite Stint war ich irgendwie konzentrierter und konnte meine Pace besser gehen. Und ja, zum Schluss war das eingetroffen, was ich mir mal erhofft hatte. Ich hatte zwar zwischendrin auch Überrundungen, die mich ein bisschen aufgehalten hatten, aber was da in der letzten Runde war, war sehr extrem mit diesen Blocken auch. Weiß ich nicht, was das soll. Für mich war es natürlich gut. Ich hatte mir noch erhofft, in der letzten Kurve mich daneben zu setzen, aber im Endeffekt geiles Rennen und ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Und ich bin aber auch nur, glaube ich, mit meiner Pace so zufrieden, da Stefan Kramer mir beim Setup nochmal was an Tipps gegeben hat. Und das läuft eigentlich so ganz gut. Und ich hatte natürlich auch keine Gewichte drin.
Und wenn ich schon mal gerade hier bin, an dieser Stelle Glückwunsch an meinen Bruder Olverkup. Der hat heute Geburtstag. Dann dementsprechend natürlich auch von meiner Seite aus die Glückwünsche gehen raus an Oliver Krupp. Alles Gute zum Geburtstag. Machen wir weiter mit deiner Aussicht auf das nächste Rennen in 2 Wochen auf Vallelunga. Auch du wirst ja in deinem Huracan dann ausgestattet mit 40 Kilogramm Erfolgsgewicht. Was denkst du, wird für dich und deinem Fahrzeug dann in 2 Wochen möglich sein? Also wie bei Markus Walter, Streckenlayout habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Die muss ich erstmal fahren und ich denke mal mit 40 Kilo werde ich ziemlich im Mittelfeld bzw. weiter hinten mit dabei sein, weil mit Gewichten kann ich nicht so gut umgehen, glaube ich, wie Jura, der die Zeiten fährt oder fast die Zeiten fährt wie Leute ohne Gewicht. Und ja, ich versuche mit meiner wenigsten Freizeit, die ich zurzeit habe, so viele Trainingszeiten wie möglich zu setzen und ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Dann auf jeden Fall dir viel Erfolg beim Training und viel Glück in 2 Wochen. Glückwunsch nochmal zum zweiten Platz am heutigen Abend und auch dir danke für das Interview. Danke auch. Machen wir weiter mit dem Drittplatzierten und einem Stammgast hier bei uns nach dem Rennen in der Kommentatorenkabine, Jura Petritschenko mit seinem Porsche 911. Herzlichen Glückwunsch erstmal zur dritten Position. Das Erfolgsgewicht scheint dich ja nicht wirklich einzubremsen. Gib uns mal einen kleinen Ausblick aus deinem heutigen Rennen. Erstmal Glückwunsch an Markus und an Sascha. Super Rennen gefahren. Auch der Andreas und der Tobias. Also ich hätte eigentlich wirklich auf Platz 5 stehen müssen. Eigentlich nur mit viel, viel Glück konnte ich jetzt aus der Treppchen doch so erreichen, wie ich das im letzten Rennen erhofft habe. Aber mal zum Anfang zu kommen. Ja, ich hatte kein Setup gefunden. Die 50 Kilo haben mich eingebremst. Das hat man wahrscheinlich anders gesehen als ihr, aber das hat mich ziemlich eingebremst. Und der Reifen, das war katastrophal. Also heute war bei mir gar nichts zu machen. Vom Pace her konnte ich überhaupt nicht mitgehen. Also, Quali, okay. Aber im Rennen, das war eine katastrophale Sache. Ich hatte 6, 7 Runden vor Schluss, vor meinem eigentlichen Boxenstopp, total übersteuern. Mein rechter Hinterreifen hat sich schon 8 Runden vor meinem Boxenstopp verabschiedet und somit konnte auch der Sascha vorbeigehen. Und da war ja der Andreas und der Tobias nicht weit weg und die gingen dann auch vorbei. Ja, gut, das habe ich eigentlich auch so akzeptiert, bis der Tobias eigentlich direkt in der Runde einen Fehler gemacht hat. Der ist zu weit raus aufs Gras und auf dieses Teppich. Und ich konnte dann den doch überholen. Und auf der Start- und Zielgerade hat er mich am Heck ganz leicht getroffen. Ich konnte die Karre gerade so abfangen. Mit abgefahrenen Reifen war das wirklich sehr, sehr. Das war pures Glück dabei, dass ich es überhaupt noch geschafft habe, abzufangen. Und dann in der Schikane, da muss ich mich wirklich mit dem Tobias entschuldigen. Ich habe den da ganz, ganz leicht touchiert und er kann man schleudern und. Ja, er drehte sich und somit, wo der Andreas dann seinen Disconnect hatte, konnte ich dann meinen dritten Platz behaupten. Nach dem Boxenstopp ging es ein bisschen besser als im ersten Stint. Da habe ich ein bisschen halt auf die Reifen geachtet und nicht zu so Druck gemacht, weil ich wusste, dass der Markus und Sascha sowieso nicht einzuholen sind. Ja, also alles in einem. Es war wirklich Schadensbegrenzung. Also, ich hätte normalerweise viel weiter hinten ankommen müssen. Aber ja, dann Glück gehört halt auch dazu, denke ich. Glück ist das einen Freud, des anderen Leid meistens. Jetzt hast du ja dann 30 Kilo in 2 Wochen auf Vallelunga in deinem Porsche. Wie sieht es bei dir aus? Ist die Strecke dir bekannt oder brauchst du auch noch ein paar Trainingsrunden und was rechnest du dir für das nächste Rennen aus? Die Strecke kenne ich sehr gut. Ich bin auf der KTM X-Bow Battle auf RSO bin ich damit gefahren. Viele Trainingsrunden abgespult, damals mit dem KTM. Und ob es dem Porsche liegt, eher nein, weil viele lange, mittelschnelle Kurven, die dem Porsche überhaupt nicht liegen, die liegen dem schon, aber es geht halt auf die Hinterreifen. Die überhitzen so dermaßen, dass es, da kannst du Setup bauen, bis du umfällst und die Reifen werden rot und
somit hast du nach 5-6 Runden nur noch Felge und keine Reifen mehr. Also zumindest vom Gefühl her. Und je nach Streckenbedingungen, also Temperatur, Luftstrecke, müssen wir eventuell Medium fahren, wo die anderen eventuell dann Soft fahren. Also gucken wir mal. Also ich denke, mit 30 Kilo ist die Ausgangsposition viel besser jetzt als mit 50. Geht auch viele Kurven von langsamer Geschwindigkeit heraus. Das liegt in Porsche. Mal gucken. Also wie immer, Treppchen ist das Ziel. Mal gucken. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg beim Finden eines Setups und dann auch viel Glück in 2 Wochen und gratuliere auch dir heute nochmal zum 3. Platz und bedanke mich für das Interview. Machen wir weiter mit dem Sieger der GT2-Klasse, Herbert Putz. Mal wieder auf dem obersten Stockel angekommen in seiner Klasse, weiterhin natürlich damit auch führender Gesamtwertung. Du hast dich viel gebettelt mit den GT3-Fahrzeugen hier auf Imola, was zu sehen war. Da war auch mal die eine oder andere Lichthupe von dir gegenüber einem GT3 zu sehen. Gib uns noch mal einen Einblick aus deinem heutigen Rennen. Ja, guten Abend aus Österreich. Danke für die Glückwünsche und Glückwunsch auch an das Podium beider Klassen. Also tolle Leistung. Ja, ich bin eigentlich, ich muss zufrieden sein, weil ich habe heute einen halben Liter Blut verloren und trotzdem konnte ich die Konzentration halten. Was am Start da passiert ist, dieser Startunfall, da habe ich ein bisschen Glück gehabt, dass ich da durchgekommen bin, aber da dürften sie ein paar GT3 die Haare bekommen sein. Ja, Qualifying war ich nicht so enttäuscht, weil da hat mir einer in meiner schnellen Runde aufgehalten, leider der Frank. Ich weiß nicht, hat aber die Lichthupe nicht gesehen oder was. Auf jeden Fall bin ich da nur als 17. gestartet und dann war es eh im Prinzip eine klassische Sandwich-Position. Also vorn GT3, hinten GT3 und der eine oder andere GT3, da ist vielleicht ein bisschen in seiner Ehre gekränkt, wenn ihn ein GT2-Auto mit 50 Kilo auf die Pelle rückt. Ja, aber sonst war es ein bisschen ein spaßigeres Rennen als das letzte, weil durch diese Zweikämpfe mit den GT3s, was aber alles noch im Rahmen war, hat zwar kleine Berührungen gegeben, aber ich bin zufrieden und sag danke nochmal für die Glückwünsche. Normal ist ja für dich heute im doppelten Sinne dann ein anstrengendes Rennen gewesen. Du bleibst bei deinen 50 Kilo Zusatzgewicht. In 2 Wochen geht es jetzt nach Vallelunga. Was denkst du, wird für dich und deine Corvette dann möglich sein? Ja, aus der Papierform her wird es nicht mehr so einfach, weil wenn Herr Waldhardt wieder zurück ist und eventuell der Herr Demirci, die ohne Kilos dann starten. Von der Papierform kann ich da eigentlich, wenn ich gut fahre, nur Dritter werden. Ja, danke und Mahlzeit. Hallo, schönen guten Abend. Muss erstmal Glückwunsch ans Rium und an alle Ankommer. Ich glaube, der Günther Jahn, der ist Zweiter geworden, glaube ich. Oder? Kann das sein? Ein anderer Corvette-Fahrer. Egal. Naja, gut. Mein Rennen war ziemlich schwierig. Hatte auch riesen Wetterprobleme und ich habe das zum Schluss gar nicht mitbekommen, dass da die Führenden waren. Ich hatte zum Schluss nur mit Teig besonders eine kleine Karambolage und deswegen sind wahrscheinlich aufgelaufen. Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich bin die Ideallinie gefahren und wer dann nicht dran vorbeikommt, Pech gehabt. Ich kann da nicht stundenlang die Liste kontrollieren, wer ist hinter mir, wer ist vor mir oder wie auch immer. Ich habe unglaublich zu kämpfen gehabt, dass ich überhaupt
zu Ende fahren kann. Ich hatte Heiko irgendwann Mitte des zweiten, ersten Stints, nee, zweiten Stints habe ich dann nochmal überholen können. Aber es war mehr ein Krampf als alles andere. Sagen, der rechtstehende Reifen hat auch überhitzt. Hat ständig andere. Also ich bin kaum klargekommen heute Abend mit dem Magen. Von daher. Tut mir leid, wenn ich jemand aufgehalten habe, war kein böser Wille dahinter, aber das geht einfach nicht. Wenn man, wir haben ja auch ums Podest gekämpft. Ne? So ist es ja nicht. Dann gib uns doch mal noch abschließend einen kleinen Ausblick auf das nächste Rennen in zwei Wochen auf Vallelunga. Du bekommst 40 Kilo dann ins Auto geladen. Was denkst du, wird für dich mit der Corvette dort möglich sein? Naja, ich hatte jetzt auch 40 Kilo, aber da werde ich auf jeden Fall nicht mitfahren können. Vielleicht später nochmal im Mai kann ich nochmal ein Rennen mitfahren. Ich bin jetzt dienstlich im Ausland unterwegs und von daher kann ich nicht. Dann sage ich in dem Fall viel Vergnügen bei der Arbeit, auch wenn das immer so ein bisschen zwiespältig ist. Und gratuliere dir nochmal zum zweiten Platz am heutigen Abend und bedanke mich auch bei dir für das Interview. Ja, danke. Machen wir weiter mit dem Drittplatzierten in der GT2-Wertung, Heiko Sanders, der einzige Ferrari hier im Feld. Gib uns mal einen kleinen Einblick aus dem Rennen, wie es für dich heute gelaufen ist und wie einfach oder auch wie schwer es war, bei so einem kleinen GT2-Feld dann doch am Ende aufs Podium zu fahren. Ja, auch erstmal von mir Glückwünsche ans Podium für GT2 und natürlich auch GT3. Ja, eigentlich habe ich gar nicht so viel trainiert und weil ich nicht so wenig Zeit hatte und auch für mich nicht Lust und bin eigentlich auch, ja, eigentlich nur vor mich hergefahren und ich dachte eigentlich auch, dass ich Vierter werde oder zumindest hier mit dritten Platz gerade mit Georg kämpfe. Aber, ja, dass es dann am Ende doch Dritter war, habe ich erst gesehen, als ich nochmal hier die Plätze am Ende durchgezählt habe. Und hab dann gemerkt, ja, ist der Mensch Dritter. Also irgendwie muss das Land Italien den Ferrari zumindest mögen. Zumindest für den dritten Platz. Für die Tifosi natürlich immer wieder schön, ihren Ferrari auf dem Podium am Ende eines Rennens zu sehen. Und dementsprechend war es ja dann auch ein bisschen ein überraschendes Podium für euch beide gewesen. Jetzt bist du mit 30 Kilogramm ausgestattet für das nächste Rennen in zwei Wochen auf Vallelunga. Was denkst du, wird für dich und deinen Ferrari dann möglich sein? Ja, also ehrlich gesagt, ich kenne die Strecke auch noch fast gar nicht. Ich bin sie mal irgendwann mal testweise so gefahren, aber richtig intensiv mit auseinandergesetzt habe ich mich noch nie damit. Also ich werde mich da auch überraschen lassen. Dann wünsche ich viel Spaß bei der Vorbereitung und viel Glück dann vor allen Dingen beim Rennen in zwei Wochen. Gratuliere auch dir zum dritten Platz in der GT2 heute und danke für das Interview. Damit kommen wir zum Ende des heutigen Rennabends. Ich hoffe, Sie hatten alle viel Spaß gehabt und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend, einen angenehmen Freitagmorgen und dann einen guten Start in das Wochenende. Wir melden uns wieder in zwei Wochen von Vallelunga zum sechsten Lauf der Saison. Und wenn Sie weiterhin an einer GT-Serie interessiert sind, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, nächste Woche Dienstag wieder einzuschalten. Dann mein Kommentatorenkollege Sebastian Gerhardt, der Sie begrüßen wird zum zweiten Lauf der GT Pro Series. Auch dort wird Sie viel Action erwarten auf dem Virginia International Raceway. Also falls Sie Interesse haben, schalten Sie auch da gerne wieder ein und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute, tschüss und auf Wiedersehen.